Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Astral Chain. Wie wir sehen, haben wir Kapitel 4 beendet. Wir haben, wie hieß sie? Elena? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Forscherin, die da abtrünnig geworden ist und zumindest das Gebäude irgendwie mit darin verwickelt war, als dieses Legion-Entwicklungsgebäude, Forschungszentrum, was auch immer, gesprengt wurde. Wie habe ich den Satz angefangen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir diese Forscherin hier in unserem Einkaufszentrum aufgesucht. Sie war extrem stark, extrem krass, hat, glaube ich, unsere Schwester umgebracht oder fast umgebracht. Hat uns noch eine fette Chimäre auf den Hals geschickt und ist dann wieder abgehauen. Diese Chimäre haben wir selbstverständlich besiegt und hier relativ viele rote Fälle erledigt. Blaue Fälle auch, alle bis auf einen. Naja, Bewertung Rang C insgesamt ist nicht so doll. 31 von 39, 7 von 21, was es auch immer alles heißen mag. Wir machen, glaube ich, einfach mal weiter. Gesamtlungen 17.000 Gold immerhin. Vielleicht können wir uns doch nochmal irgendwie ein, zwei Upgrades leisten. Anscheinend sind wir immer noch Officer. Ja, wir bleiben bei Standard. Bin bisher einmal gestorben, also vom Schwierigkeitsgrad passt das schon irgendwie. Ich habe nur das Gefühl, mir fehlt irgendwie die Eleganz bei der Sache. Weil meine Kampfbewertungen doch irgendwie meistens mies sind. Müsst mir eigentlich mal angucken, wie das Leute machen, die da irgendwie eleganter zur Sache gehen. Aber irgendwie scheine ich das noch nicht so hundertprozentig im Griff zu haben. Okay, Acura's heartbeat is stable. Ah, okay, sie überlebt wohl. But to be completely honest, it's a miracle they made it out in the first place. Thanks to Dr. Calvert, he's a miracle worker. I can't take all the credit. Our Acura is quite special. There is still a chance of infection. Run another check and make sure there's no sign of mutation. Brenda, we can take it from here. Go back to HQ and let everyone know Acura is safe. But Doctor... Brenda, please. I'll be here to make sure everything goes smoothly. Ich denke, er weiß ein bisschen mehr. Either way, I have more than enough work to keep me busy around here. Was hinter dem Schicksal von mir und Acura, beziehungsweise Acura und mir steckt. I see. Very well. I'll see you at the station, Doctor. See you. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Das ist ja schon von Anfang an klar, ne? Kapitel 5. Pakt. Formale Vereinbarung zwischen beteiligten Parteien. Harmonische Koexistenz. Brenda and the Commander are both on it. Acura literally couldn't be in better hands. Brenda gives even the Commander a run for his money when it comes to all that science stuff. And what happened to Acura wasn't your fault. Jenna was more powerful than anyone could have expected. Trust me. Even the commander didn't see it coming. Acura did what she did because it's her duty as a neuron officer to protect you, no matter what. Da hat sie recht. But duty is one thing. To go that far for you, Acura must really have wanted to keep you safe. You've both been through so much, and Akira's taken it harder than you have. But putting her brother first? I guess that's sisterly love. Huh. Having someone you do anything to protect like that must... Oh, never. That's right. We got a report back from the high-tech forensics department. That huge thing you fought at the mall? Apparently, it wasn't a Chimera at all. They've never seen anything that wasn't a Chimera spread data corruption like that. They're all completely stumped. Mm-hmm. Well, if they figure anything out, you'll know about it as soon as I do. Beyond that, we're putting all our effort into finding out where Jenna went. Ja, das wäre mal angebracht. 20 years ago, and now she's back. And with that thing in tow. Not even the commander has any clue what she's after. And that's a rarity for him. As if your hands weren't full enough with the Chimeras, right? Jenna's not going to make things any easier.
Naja, als wenn Jenna nicht die größere Gefahr ist, als das Vieh, was sie im Gepäck hatte. I just got back from the lab. She's going to be fine. Akira is shockingly resilient, really. Akira's still under anesthesia, but why don't you go pay a visit? The facility is usually off limits to outside personnel, but this time, I think we can make an exception. Take your time and collect yourself. Find me in the infirmary when you're ready. Brenda. Na, da schauen wir natürlich gleich mal vorbei, oder? Well, that's a load off my mind. I've got to get back to work. Let me know if you need anything, okay? Machen wir doch glatt. So. Neuer Fall verfügbar. Jenna hat Akira so schwer verletzt, sie muss eine Chimäre sein, oder? So etwas kann kein Mensch. Ja, das habe ich mich ja ehrlich gesagt auch schon gefragt, ob wir nicht auch halb Mensch, halb Chimäre sind oder ob die Chimären durch irgendwelche Experimente mit uns entstanden sind oder so, keine Ahnung. Du gehst Akira besuchen, oder? Das ist gut. Sie schläft noch, aber sie wird spüren, dass du für sie da bist, ja. Lappis Leiden, Nebenfall. Ja gut, dann gehen wir uns auch mal Lappis Leiden angucken. Das müsste doch irgendwo hier dann sein, oder? Wurde mir das nicht gerade hier irgendwo angezeigt? Ach scheiße, ich muss ja auch zum blauen Pfeil und nicht zum orangen. Was ist denn hier los, Lappy? Beziehungsweise Marie. Wie ich sehe, lässt du... Ach so, sie sagt es doch. So, I have to confess. Oh, I am Lappy. Oh, wow! It's a perfect fit! And it really suits you. Ja, sauber, jetzt bin ich Lappy. Müssen wir jetzt irgendjemanden überzeugen, dass Marie nicht Lappy ist, oder was? Ach nein, ehrlich? Boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Wie bescheuert. Also echt, manchmal sind die Japaner echt bescheuert. You are handling this a lot better than I expected. I thought you were gonna freak out, you know. Oh, it can't be. How could you, Marie? I never knew the difference. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Nein. Okay. Well, before I came to Neuron, I was a traffic officer. That's how I became Lappy. I'd put on that suit and walk around, and everyone would smile at me. Oh, best feeling ever. Best feeling ever. You always look so tired, you know? So, well, I figured a visit from Lappy would get them smiling again. It went so well the first time, so I just kept doing it, and now look, Lappy's a part of the family. Hey, Alter, worauf willst du hinaus? Which brings me to our problem. Last week, I put the suit on, fell flat on my face, and twisted my ankle. I know. And now Brenda says to give Lappy a rest. I wonder how Brenda figured out it was me. Wie wahrscheinlich alle anderen es auch rausgefunden haben. Again, until my stupid leg is healed up. Meanwhile, Neuron gets gloomier and gloomier. And at this rate, the whole office will be plunged into endless darkness. We cannot let that happen.
And so, in the meantime, I want you. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun, ja? Ehrlich. Ich muss ja nicht die Welt retten oder so. Nein, ich kann jetzt auch noch Lappy spielen. Nobody knows it's me in there. Just wear it and just talk to anyone who could use a friendly smile. They're going to love you. Warum wackeln eigentlich ihre Boobs die ganze Zeit so? Just think of all the good you'll be doing. Schon wieder. Okay, I'm getting Gummiboobs. From all around the station. First of all, there's gotta be people in need of a Lappy-sized pick-me-up. What are you waiting for? Go turn those frowns around, so there are smiles instead. Ja, ich kann jetzt hier wirklich als Lappy rumlatschen, ja, das ist doch affig. Oh Mann, ey. Was ist denn Lappy? Ja, ich sollte doch hier... Ach, das ist ja der Pfeil, schon die Pfeile vertauscht. Ich muss ja dem hellblauen Pfeil nachgehen. Ups, ah. Wem muss ich hier helfen? Marie, what are you... I mean, hey, Lappy. Das weiß einfach jeder, Marie. Look, I kind of want to be alone now. Could you be a little less here? You want to know what's troubling me? Well, I don't know if talking about it'll help, but sure. You know, I really love animals, especially cats. But protecting cats from Redshift isn't part of the job, so I can't get clearance to do it. I gotta do something about it, but I don't want to get the sack. But then I imagine all the poor cats out there, sick and scared in some alley. It keeps me awake at night. Also Katzen und Lappy, ja, das scheint irgendwie so eine Art Leitmotiv für dieses Spiel zu sein. Ja, ganz zufällig. Haben anscheinend all dieselben Sorgen hier. Die Welt geht unter und wir haben alle Angst, dass es unserer Katze nicht gut geht. It'll attract too much attention. Yeah, I guess that makes sense. But it's a load off my mind just knowing it's out there. Hey, Marie. I mean, hey, Lappy. Thanks a lot for listening. Ta-da! I heard everything. Oh, that's one more smile we'll see around the station today. On to the next troubled soul. The infirmary on level B2. Nee, sind wir doch zufälligerweise. The happiest place on the arc in no time. Oh Gott, es sind gerade mal 29%. Das heißt, ich muss bestimmt noch 3 oder 4 Leute hier irgendwie glücklich machen. Oh Mann, ey. Oh, Marie. I mean, sorry, Lappy. I'm kind of... Das ist auch so ein Running Gag, ja? Hallo, Marie. Can you please... are you trying to cheer me up? I appreciate the thought. In fact, it's my partner Avery I'm all wound up about. Avery's really energetic, which is great, but I'm, well, just look at me. Not so much. I can't jump back into action right away, you know, after a mission. Hell, I get winded just standing up for a long time. To be honest, sometimes I'm not even sure why they chose me for Neuron. But Avery won't hear any of it. I really can't keep going on like this. I've tried to tell her, but come on, you know her. I literally can't get a word in edgewise. There's no way I'll ever keep up with her. Please, Marie, I mean, no. Lappy, would you please tell Avery for me? I mean, don't Natürlich. tell her. But, you know, indirectly. She's probably in the break room. And thanks for doing what I can't.
Labarababa. Die steht direkt nebenan, die hat doch wahrscheinlich sogar alles mitgehört. Hey, what's up? Taking a breather? Let me guess, you're here for an energy drink? Something like that? Wow, I bet it's exhausting to wear that thing all day. I mean, your little hat. Wearing your little hat all day must be exhausting, Lappy. But forget it. You're thirsty, yeah? Well, today I recommend a nice alkali coca. One sip and you will literally burst with energy like blah 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 blam. I've had three. Woo! Ja, das hört man wohl. Oh, you didn't come here for a drink, did you? Nicht wirklich. Wait, what's that boy? There's a neuron officer lacking self-confidence says he can't keep up with me? You're talking about Mitsuru, aren't you? Yeah, he's been even gloomier than usual since we got back from Arc Mall. Of course I noticed. But, you know, bending over backwards so he can keep up won't do us any good either. Yo. And if anything, I've been overdoing it, hoping some of my energy would rub off. I guess I've been pretty hard on him. Ah, sorry. Sorry to get kind of dark there. I get wound up pretty easily. I'll try to pace myself, so I won't push Mitsuru too hard. Naja, vielleicht sollte sie ihn mal motivieren durch ihre Leistung. It's an alkali coca. Hopefully it'll cheer Mitsuru up. Okay. Wenn jetzt jede dieser Nebenaufgaben hier so lange dauert, sind wir ja morgen noch beschäftigt. Hi Marie, dang it. I mean, dang it. Das ist der Running Gag ist in der Tat noch irgendwie ganz witzig. Ja, ein Drink. Ah, motiviert dich das? Ja, ne? Alkali Coco? Alkali Coco? Krasser Scheiß. Avery was just trying to motivate me by acting so wild all the time, huh? I never noticed that she even cared. And here I am just moping around alone. That settles it. I've got to get stronger. I won't drag Avery down anymore. But first, I need to apologize to her for the misunderstanding. In person. You know, I feel a little braver already. Thanks to you, Mer- Oof, Lappy! Oh, we're so close. Ding ding! Excellent job! Oh, Mitsuru and Avery? Now that's a twofer. Ich hoffe, die Prozentzahl der Quest geht auch entsprechend stark hoch. Na, Gott sei Dank. They're in the training room on level B3. Now go spread some cheer. Aber sowas von. Ich bin total begeistert von dieser Aufgabe, merkt man das? Jin, was geht ab, alter Junge? Oh, it's you, Marie. Right, Lappy, yeah. I don't see you down here much. Look, I'm in the middle of training. Whatever it is, could you save it? Hey, I told you I'm training. Could you please come back later? Nein. Ich gehe dir jetzt auf die Eier, mein Freund. What is it? You are extra persistent today. You want to know why I'm down here training so hard? What's it to you? All right, look. The truth is, I need to get stronger. Akira's still unconscious after what went down at the mall. With the captain gone, that's on me. Naja. This isn't here anymore. Well, that means while we're on the job, his kids are my responsibility. I promised him I'd take care of them. Now, I don't know if I'm strong enough to keep that promise. But now he's gone, and I'm not any stronger.
Naja, Jenna ist natürlich auch ein bisschen speziell, muss man sagen, ne? And look what I let happen. I couldn't face Max if he came back. Not like this. So, I'll do anything to get stronger. And fast. I have to keep everybody safe. I can't let him down. I know I don't have the experience or the skill that he had. I figure maybe I can make up for it with sheer effort. Ich denke nicht, mein Freund. Aber das darf ich dir natürlich nicht sagen, ja? What's that? What? You're saying you want to spar? Well, thanks for the laugh. No, no, but seriously, you've never lifted an ex-baton in your life, right? Oh, that stance. Yeah, I see. You're serious about this. Oh. Jetzt kämpfen wir wirklich im Hundekostüm gegen den, oder was? I don't hold back. Not even in practice. Ach, wir müssen ihm jetzt die gute Laune einprügeln, oder wie? Da oben steht Jins Laune 0 von 100. Wow. Akka. Okay, wenn ich ihn treffe, dann kriegt er gute Laune. Aber er trifft mich auch verdammt oft. So, jetzt haben wir ihn an der Wand. Da genau, wo wir ihn haben wollen. Dann kann ich jetzt die gute Laune in dich reinprügeln, ja? Oh nein, jetzt ist es vorbei. Even with that thing on, you're pretty tough. I haven't had a thrash. Habe ich noch einen Versuch? Since the last time I sparred with the captain. Oh, yeah, you know, I do feel a little better. Oh, I gotta say. Aber da wäre mehr gegangen, oder? Eye-opening training session, Lappy. Thanks. Kein Thema. Hi, it's me. Sounds like Neuron HQ is officially trouble-free. Now, head on back here. Was für eine Kack-Quest, ehrlich. Ich glaube, die schneide ich raus. Top-notch cheering up. Really. Even I could probably learn a thing or two about being Lappy from you. Probably. Thank you. So much. Oh, me? Well, I'm resting real hard to make sure my leg heals up soon, so don't you worry. Don't you worry. Wow, you're really motivated. Na, es geht so. You get too good at my job. Where does that leave me? Never mind. I definitely wasn't just imagining you as my bitterest, most heinous rival or anything like that. Oh, I got so wrapped up in spreading cheer that I forgot about all those case reports I need to alphabetize. Ja, dann mach das mal. Das ist auch eine extrem wichtige Aufgabe. Puh, Lappys Leiden Erfolg. Da bin ich aber ganz froh, dass wir das endlich geschafft haben. Nee, mit Brenda will ich jetzt eigentlich noch nicht sprechen. Ich will nochmal in die Krankenstation als erstes. Mal meine Medizinvorräte wieder auffüllen. Oh, ich soll sogar mit Brenda sprechen. Naja, dann machen wir das mal. Als erstes brauche ich mal Vorräte. Medizin Mini. Ich habe tatsächlich gar keine mehr. Habe ich komplett aufgebraucht. Na, jetzt gebe ich schon wieder so viel Kohle aus, dass ich nicht so viel upgraden kann, wie ich gerne möchte gleich. Weil ich auch echt viel verbraucht habe im letzten Kapitel. Nein, den Rest brauche ich eher nicht so. Füllt die gesamte Limiter-Batteriezelle. Eine Nachfüllzelle mit ausreichend Energie zum Auffüllen einer EAD-Batterie. Eine Nachfüllzelle mit hochkomprimierter Energie füllt sämtliche EAD-Batterien auf. Lass doch mal kurz gucken, wie viel hatte ich davon, falls ich sterbe? Gar keine. Naja, findet man ja auch ab und zu mal in den Leveln noch. So, dann wollte ich noch mal kurz in den Technikraum. Der war neben dem Trainingsraum, ne? Mhm.
Und was ist bloß mit Jennas Arm los? Ja, ich frage mich, was ist generell mit Jenna los? So, jetzt können wir, glaube ich, nur ein Upgrade durchführen, weil wir sonst nicht genug Kohle haben. Und zwar den Schlagstock. Macht mehr Angriff und verfügbare Spezialangriffe. Verzögerter Angriff. ZR plus... ZR? Hä? Naja, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ein bisschen mehr Damage kann nie schaden. Damage, Damage. So. Was ist denn hier mal mit Legion-Leveln? Vor allen Dingen... die Pfeiltussi. Mit der möchte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr was machen. Von daher haben wir hier jetzt mal ein bisschen was rein. Mal gucken, was sich hier so ergibt auf den oberen Rängen. Lässt entlang der Astralkette Pfeile niederregeln. Niederregen. Ja, Verteidigung und Angriff ist anscheinend irgendwie in jedem Skilltree drin. Erhöht deine Angriffskraft sowie die der Legion. Ja, das sind irgendwie so Standard-Skills, die anscheinend jede Legion mit sich bringt. Das Gefühl, die sollte ich auch irgendwie mal mitnehmen. Vielleicht können wir einfach von jeder Legion erstmal den Kern skillen und gucken, was dann so passiert. Aber ist auch wieder genau das gleiche. Perfekter Ruf hat anscheinend auch jede Legion. Warum muss man sie dann alle einzeln skillen, wenn sie sich eh nur so ein bisschen unterscheiden? Einfacher Materialcode. Ja, da haben wir eh genug von. Hier brauche ich auch schon einen seltenen für. Ich schalte sie trotzdem mal frei, um zu gucken, was es hier gibt. So, entfesselt die Legion, um eine verheerende Combo auszuführen. Treffersturm. Ja, das hört sich gut an. Treffersturm nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und so viel kann ich jetzt auch gar nicht mehr skillen. Was gibt's hier drin? Gewährt einen Synchro-Angriff nach einem perfekten Ruf. Und gewährt einen Synchro-Angriff nach einer Kettenfessel. Das ist eigentlich fast noch am coolsten, ne? Wobei die beim Boss natürlich auch nicht so funktioniert. Ich glaube, ich muss die Sache mit dem perfekten Ruf irgendwie nochmal ein bisschen üben. So, jetzt haben wir die, glaube ich, ungefähr auf gleichem Level. Technik, Pfeilhagel, Treffersturm. Aber Treffersturm hat die Schwert-Legion auch, ne? Ne, dann lieber die Aufladung. Entlang der Kette, wie soll ich das denn nutzen? Das ist ja wirklich nur bei mehreren kleinen Gegnern irgendwie nützlich, die in der Kette drin sind, oder? Ich habe nur einen Fähigkeiten-Slot. Wie kommt das? Wo wären denn hier noch mehr gewesen? Ach da, der Lilane. Und der Lilane dann wahrscheinlich auch, ne? Ja, habe ich aber nicht genug Gencodes für. Also die sollte ich wahrscheinlich auch noch freischalten, dann habe ich sie wirklich auf einem Stand. Und vielleicht werde ich mich erstmal auf die beiden Legions dann beschränken und die mal wirklich ein bisschen weiter skillen und gucken, was passiert. So, jetzt mit Brenda sprechen. Brenda war die Medizinerin. Da wollten wir mal nach drum bitten, dass wir mal nach Acura gucken dürfen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. So, Brenda, dürfen wir zu Acura? Ja, ne? Wir nehmen den Hubschrauber. Es ist ein Stückchen von der Zentrale und wir werden länger bleiben. Ist das okay? Kein Problem. Alright, let's go. Ich sag nichts mehr zum Level suchen. Irgendwann hat sich der Gag ein bisschen abgenutzt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar war, als Sie das eingebaut haben. Rotschublabor. Komm mit mir. I'm not sure how much you've been told, so allow me to explain. This is the Aegis Research Institute. A testament to Dr. Calvert's lifetime of achievement and birthplace of the Legions. Okay. Dr. Calvert has gathered the finest minds the Ark has to offer here, to study the astral plane and work towards our future.
Ich dachte, das wäre die Einrichtung, die da vorhin explodiert ist. Seltsam, seltsam auf jeden Fall schon wieder. Please, step inside. Ja, das werden wir. This floor is where the red matter specialists work. There's nowhere on the Ark better equipped to treat red-shifting civilians or officers injured by aberrations. Gut, sie macht endlich Pause, weil ich brauche jetzt auch eine. Wie es Akira geht, werden wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal anschauen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.